den Angriff beginnen. Griel. Mächtiger Magier. Mysteriöses Loch. Seltsames Buch. Come for the words, stay for the wine. The owner of this tome must have been quite the jolly fellow. I suppose there are worse surprises to be found inside some books. Okay, witzig. Seltsames Buch, kann man es auch lesen? Ne, lesen ist nur öffnen. Ja, witziges Buch. Das Lager, eine Öllampe. Die Seiten dieser Messinglampe glänzen, als seien sie häufig gerieben worden. Witzig. Verwenden? Nein. Nein. Das glaube ich nicht. Das wäre witzig. Das wäre witzig. Scheiße, wenn das wirklich ein Djinn ist, ist die Frage, wann ich den benutzen muss, ne? Verwenden, Gale. Also erstmal heben wir sie auf. Schon witzig. Also das Loch muss man sich merken. Habt ihr euch das gemerkt? Merkt euch das bloß. Wo bin ich? Mit Gay? Da, ne? Nee. Wo ist er denn? Ach da. Da ist Gay. Da ist das mysteriöse Loch. Zerstörtes Dorf. Da im Norden, hinter der Tür. Ein mysteriöses Loch. Insofern das ein Djinn ist. Ach komm, wir testen das mal eben kurz. Ich kann ja speichern. Jetzt bin ich neugierig. Jetzt, das kann nicht sein. Das gibt's doch nicht, oder? Tja, das war ja auch klar. Ja, versucht es zu verbinden. Sag das nochmal. Pah, eine Lampe ohne Genie. Ist wie eine Sphinx ohne Rätsel. Immer diese allgemeine Enttäuschung. Wie cool. Aber ich kann vielleicht Öl reinfüllen. Und die da benutzen. Ist ja witzig. Okay, ungesehen komme ich so da nicht durch. Das ist schon mal schlecht. Ich habe noch... Oh, warte mal. Jetzt ist die Gelegenheit. Okay, das hätten wir geschafft. Jetzt wird es langsam spannend. Okay, Gale hat seine Position erreicht, am besten hier. Gibt es da noch irgendwas drin, was ich vielleicht verwenden kann? Jute-Säcke. Wahrscheinlich ist da nichts Besonderes drin, oder? Abgerissene Vagabundenkleidung, super. Und armselige Kleidung. Außerdem verfaulte Tomaten. Und nochmal Straßenkleidung. Dann könnten wir natürlich noch hier hochklettern. Hebel, Bremsen. Kadaver, Feuerschale. Eine Feuerschale. Die wollen wir jetzt nicht aktivieren. Dann sind wir bestimmt... provisorischer Speer, Goblin-Krummsäbel, Goblin-Kurzbogen. Was ist das denn? Feuerwasser. Cool. Eine Ölflasche, super Alchemistenfeuer. Schleudert eine Flasche mit flüssigem Feuer, die beim Auftreffen explodieren. Oh. Gegrillte Rippchen, sehr schön. Das ist doch super, dass wir das gerade gefunden haben. Dann weiß ich schon, was ich damit mache. Ich habe nämlich, ich bin ja Magier und ich habe die magische Hand. Und die hat nämlich hier, Lazelle auch.
Ne? Hohoho, das wird ein ganz böser Angriff, Leute. Das wird ein ganz böser Angriff. Also, nein, Tab. Aufteilen, stapeln. Dann kriegst eine, kriegt Lazelle. Lazelle wirft, macht eine Hand, wirft so ein Ding dahin. Ich mach so ein Ding. Gay macht so ein Teil, so eine Hand. Dann habe ich schon zwei zusätzliche Kämpfer, die eine Explosion erzeugen. Und jeder von denen ist unabhängig voneinander. Das heißt, die können alle unabhängig voneinander auch agieren. So, jetzt ist nur noch die Frage, ob wir einen Sneak Attack machen. Oder ob wir... Hier kann... Dings, warte mal. Schattenherz. Schattenherz hat Attribute verbessern. Die brauchen wir jetzt nicht, oder? Nein, die brauchen wir nicht. Segen auf jeden Fall ist cool. Schild des Glaubens, heilendes Wort sollte ich auf jeden Fall behalten. Ach ja, genau, Wunden. Wunden verursachen, mächtiger Zauber, mächtig Damage. Schild des Glaubens schützt eine Kreatur vor dem Angriff, erhöht ihre Rüstungsklasse um 2. Finde ich jetzt nicht beeindruckend, lass mal weg. 2 Punkte ist ein Witz, stattdessen Befehl. Waffe fallen lassen, irgendwie andere Geschichten. Befehl ist eigentlich ein cooler Zauber, aber gilt nur gegen einen. Halt alle Verbündeten, die du sehen kannst. Gebet der Heilung ist heftiger Zauber, muss ich schon sagen. Ein mächtiger Zauber. Heilung habe ich jetzt nicht viel, ne? Ich habe nur heilendes Wort. Vielleicht sollte ich, anstatt den hier, sollte ich nochmal... Halt alle Verbündete, die du sehen kannst. Hätte ich mal testen müssen vorher. Reichweite 9 Meter nur. Das wird nicht funktionieren. Reichweite 9 Meter nur. Das wird nicht funktionieren. Die sind alle zu weit weg. 9 bis 19. 4 bis 11. 9 bis 19 ist mächtig. Kann nicht im Kampf gewirkt werden. Okay, damit hat sich das erledigt. Heile eine Kreatur von Krankheiten, Gift, Lähmung oder Blindheit. Ich denke mal nicht, dass diese Monster sowas drauf haben. Die Spinnen unten aber vielleicht schon eher. Lähmung. Und Gift. Im Dings da, was wir da gerade gesehen haben da, ne? Diesen, ach Herrgott, mein, sag schnell, den Brunnen. Der Brunnen, Beistand. Heile deine Verbündeten und erhöhe ihre Trefferpunkt-Maximalität um 5 Punkte. Bis zu langen Rast. Oh, ein Dauerzauber. Könnte man auch mal benutzen, um grundsätzlich alle zu verbessern. Wasser hervorrufen wäre natürlich eine coole Kombination mit Gales Geschichte. Also erstmal tun wir das rein. So, dann müssen wir eben Ausrüstung checken. Gale hat so oder so Wasser hervorrufen, ne? Ja, Wasser erschaffen kann er mit seinem Stab. Kostet ihn aber 2 Züge. Theoretisch gesehen kann er aber... Ach, das werden wir sehen. Okay. Okay, es wird spannend. Es wird spannend. Also. Schattenherz. Du wirst, Das ist ja keine normale Situation hier, oder? Geh da einfach rein und teste aus, was passiert. Schattenherz hält viel aus. Schattenherz hält doch ein bisschen was aus, ne? Könnte dich vielleicht noch weiter verbessern. Um auf Nummer sicher zu gehen, dass du nicht sofort sterben wirst. Ja, das ist Magierüstung. Das funktioniert nur, wenn man keine Rüstung trägt, glaube ich, ne? Das ist derselbe Zauber, hat Gale auch. Magierüstung, genau. Das funktioniert leider nicht. Ich kann das nicht machen auf Schattenherz. Um sie weiter zu verstärken. Schutz vor Gut und Böse, schwäche Spiegelbilder. 3 illusionäre Duplikate. Ja, das ist doch super. Kriegst du Illusionier, Dingsterbumster. Dann wirst du auf jeden Fall überleben. Ich werde die auf jeden Fall killen. Das ist schon mal klar. Das ist schon mal klar. Wir werden die auf jeden Fall kalt machen. Nochmal speichern. Ich bin ja so nervös. Wie lange hält denn das? Einmalige Verwendung. Einmalige Verwendung. Wann immer du einen Angriff erfolgreich ausweichst, verschwindet eines deiner Duplikate. Okay, alles klar. Haben wir verstanden. Dann haben wir noch die Axt. Haben wir nicht. Da ist sie. Ich muss schon auf drei Balken gehen. Da ist sie. Also.
Okay, Schattenherz. Wir machen Folgendes mit dir. Du wirst dir erstmal... Du wirst erstmal göttliche Führung auf dich ausüben. Ja. Dann wirst du die Axt rufen. Warte, nee, dann machst du Folgendes. Dann machst du... Damit du nicht sofort die auf die Fresse kriegst ohne Ende, dann nehmen wir irgendeine Waffe, was weiß ich, wir nehmen den Hellebarden. So, und jetzt rennst du einfach hin. Hallo. Ja, super. Stop this thing! Flap those wings some more, and I'll feed you a worm. And you. Hope you got a stomach for heights. Was in der Hölle? Oh, guck mal, ich könnte direkt angreifen. Was in der Hölle tut ihr da? Ja, ist doch klar. Ich will keinen Ärger, ich will nur hier lang gehen. Ach komm. Ich habe mich schon so gut vorbereitet, jetzt wollen wir es auch richtig reißen. Oh, sie hat einen ganz schlechten Initiationswurf. Oh, jetzt sind meine ganzen Spiegelbilder schon weg. Richtig bitter, dass meine Spiegelbilder schon weg sind. Gut, das Gute ist aber, ich habe die anderen natürlich in der Rückhand. Das heißt, ich kann jetzt erstmal einen Zug machen mit ihr. Könnt ihr den einfach passen, den Goblin? Und dann kann ich halt... Ja, oh, sie ist gesehen worden. Das wird böse. Das heißt, sobald ich mich bewege... Das, wer sieht dich? Wahrscheinlich er hier, ne? Er hat so einen Sichtradius... Ein Sichtradius dahin? Das ist eigentlich unlogisch, oder? Das ist doch ein Bug. Er guckt in die falsche Richtung. Na gut, okay, meinetwegen. Könnte auch der sein. Egal, erstmal werden wir Schattenherz nehmen. Schattenherz, wann ist die Axt dran? Nach dem andächtigen Goblin. Der ist auch gefährlich, weil der zaubern kann. Ich würde sagen, du verpasst den Goblin-Boss erstmal direkt ein. Das könnte ihn schon töten. Dann brauche ich nicht mal Level 2 benutzen. Stop! I give up! Mercy, please! I know things. If you let me live, I'll make it worth your while. I promise. Die können sich ergeben. Ich weiß Dinge. Wenn ihr mich leben lasst, solltet ihr es nicht bereuen. Versprochen. Redet, dann lasse ich euch am Leben, wenn ihr es wert seid. Nee, ich muss anders reden, wenn ich Schattenherz spreche. Lauf, Goblin, bevor ich jetzt mir alles überlege, her mit all euren Wertsachen, die ihr habt. Erstmal reden. Erstmal reden? Erstmal. Nein, erstmal Wertsachen. Alright! Just don't hurt me! Oh Scheiße! Du. Oh fuck. Oh Scheiße. Ach, Kacke. Ich hätte erst das andere machen sollen. Ich war zu gierig. Help! Der ist immer noch da dran, stimmt ja. Ja, super. Die ganze Vorbereitung war für die Cuts. Und alle Goblins sind weg. Boah, das hätte so viel Lot gegeben, ne? Ich hätte die so weggemäht. Das ist natürlich Pech. Oder Glück, wie man es nimmt. Entschuldigung, Schattenherz, zeig mal her, was du gefunden hast. Du hast eine Axt gekriegt und zwar sehr schwerer Zweihänder. Zweihandaxt, sehr schwere Zweihandaxt. Sehr schwere 6 bis 19. Boah, die ist so krass, die Waffe, ne? Da geht nichts drüber. Die Immerglückklinge ist der kranke Scheiß des Jahrhunderts. Übung mit diesen Waffen schaltet frei. Ich nehme mal an, dass du diese Übung nicht hast. Nein, hast du nicht. Das ist also eine Waffe, die wohl eher für Dings geeignet ist, für die Barbare, die wir haben. Ja, toll. Okay, alles klar.
Na, ihr könnt ruhig mal hier kurz warten. Oh ne, ne, kommt lieber mit, wegen den, bin ich aus dem Bildschirm verschwunden, so. Hebelbremse lösen. Bremshebel. Was? Bremse lösen? Okay, wer ist neugierig? Bremse lösen oder Bremshebel? Wer sich verklickt, lässt den Goblin... Keine Ahnung, was passiert. Der stirbt wahrscheinlich dann, ne? Der wird sterben. Also ich werde natürlich Hebel, den Bremshebel aktivieren, ist ja klar. Aber F5? Muss sein. Das muss jetzt sein. Bremshebel lösen. Hui! Oh, ich will fliegen. Ist das bescheuert? Oh nein. Irgendwo ist natürlich die Leiche zu finden. Die Frage ist nur, wo? Ist das geil. Ja. So ein Scheiß. Das machen wir natürlich nicht. So, wir retten den natürlich, ganz klar. Bremshebel. Wie cool. Wenn man sich verklickt, geht er fliegen, ohne dass man es vielleicht will. Cut me loose! Er springt dabei raus, ihn befreien. So gierig bin ich nicht. Oh, Maga Kamara. Those pustulent thugs. Well, get on with it. Macht eben weiter. Weiter mit was? Ihr bewegt ein bisschen. Ihr wirkt ein bisschen verwirrt. Ich habe euch befreit. Ein kleines Ausgleich wäre angemessen. Weiter mit was? You saved me. Now you'll extort me. That's how this works, yes? Nein, das habe ich nicht vor. Erzählt mir lieber, wie ihr gefangen wurdet. Ihr schuldet mir nichts. Erzählt mir lieber, wie ihr gefangen wurdet. Ja, ihr wurde überrumpelt, was, Nothing. Erzählt mir lieber, wie ihr gefangen wurdet. Ich kann euch schikanieren, wenn ihr darauf besteht. Ja, gut. My own fault, really. I should have dropped my pack and outrun those bastards. Alas. Take my pack, if you can find it. The only reason those goblins caught me was its weight. I'll travel lightly from now on. Ihr seid aber weit weg von zu Hause für einen tiefen Gnom. Ignorance is alive and well, it seems. Deep gnomes aren't restricted to the Underdark, you know. I've lived in Baldur's Gate for years. I'm in search of a friend. I fear he's in trouble. See this? I gave it to him years ago before I left home. I found it around the neck of a thug in the lower city. It was speckled with blood. My friend... Nowhere to be found. But I still have hope. I have reason to believe he's in the Underdark. I always help my friends. On that note, I bid thee farewell. If we should meet again, well, we will have met again. Okay. Abgeschlossen, rette den Goblin. Und jetzt gibt es wahrscheinlich noch seinen Bruder helfen oder sowas. Tochter der Dunkelheit, rette den Goblin abgeschlossen. Ne, es gibt keinen. Doch, nachdem wir Barkus Fort gerettet haben, trennen sich unsere Wege. Achso, okay. Na gut. Ja, okay, super. Was hast du gekriegt? Ich habe ein Amulett, hat er mir gegeben. Oder nicht? Oder nicht? No time to dally. Assume nothing. At the ready. My faith will guide me. Flackett's will be done. Ich sehe es nicht. Ich sehe es nicht. Wenn er mir was gegeben hat, kann ich es nicht sehen. Ja? Er hat doch ein Amulett rausgerückt, oder nicht? Irgendwas... Egal, egal. Ein erschlagenes Schaf. Fleisch. So, jetzt wird es Zeit, die Stadt leer zu räumen.
give it a shot. Oh, sehen wir da ein schönes. Eine Tür. Womöglich führt die auch zu dem Dungeon, der wo der Brunnen, ja? Könnte sein, ne? Ist ja ein zweiter Weg da rein. So. Nur mal eben. Shadowheart's attention is fixed on a damaged old statue. We should keep moving. I don't know exactly. Lady Shah protect me. It felt oddly familiar, but I don't know why. I saw something that reminded me of my faith, my mission. I felt something rise within me, like my blood was on fire. Then it passed. That's all I know. It's stopped now, whatever it is. Let's just carry on. Okay. Dann schauen wir doch mal hin, was hier auf sich hat. Ist da noch was zum Mitnehmen? Wir können eine Kerze anzünden, oder? Ah, super. Eine Kerze angezündet. Ansonsten gibt es hier gar nichts. Aber das ist die Statue von der Dings, oder nicht? Dann. Von ihrer Göttin Geschichte. Holzluke. Rein theoretisch hat doch einer von mir auch jetzt, und zwar mit Toten sprechen. Das muss ich auch nochmal testen. Geld kann das immer alles futtern, ne? Toten sprechen. Hier tanzen Lichter. Tanzende Lichter. Nekromanie-Zauber des dritten Grades. Sie kann das. Das passt zu ihr. Ein bisschen. Die ist auch relativ dunkel drauf. Tanzende Lichter und Wasser kann er hervorrufen. Also, Gale, du könntest mal Licht ins Dunkel bringen. Wie funktioniert das? Ah, cool. Sehr geil. Verfaulte Karotte. Toll. Handtücher. Super. Großartig. Nichts. Sie finden nichts, denn sie werden erwischt. Fackeln. Eine Schaufel. Eine Mistgabel. Verfaulte Tomate. Ein Rauchpulversack. Das Rauchpulver darin explodiert, wenn es entzündet wird und fügt allen in der Nähe Schaden zu. Großartig, großartig, großartig. Und eine Stangenbrot. Sehr schön. Flaschenregal, nichts. Kiste. Nur eine Kiste. Und eine schwere Truhe. Flinke Blitzfüße. Flinke Funken. Wenn der Träger im Kampf spurtet oder eine ähnliche Aktion ausführt. Oh, das hält ja nicht lange. Konnte sich nicht mehr auf tanzende Lichter, konzentriert sich nicht mehr auf tanzende Lichter. Wieso? Wenn der Träger im Kampf spurtet oder eine ähnliche Aktion ausführt, erhält er 3 Blitzladungen. Athletisch plus 1. Gel kann es wieder fressen. Im Umgang mit mittlerer Rüstung geübt muss man dafür sein. Mittlere Rüstung ist es auch. Ergo. Schriftrolle Spinnennetz. Toll. Finden wir super. Und eine Ölflasche finden wir auch gut. Mittlere Rüstung, das ist also was für unsere Kriegerin. Genau. Und was für Schattenherz. Erhält 3 Blitzladungen. Wenn der Träger im Kampf spurtet oder eine ähnliche Aktion ausführt, erhält er 3 Blitzladungen. Also wenn, dann ist das was für Lazelle. Denn Lazelle kann auf jeden Fall
Ich glaube, die kann auch einen Spurtangriff machen, ne? War das nicht so? Lazelle, lass mal sehen, was du drauf hast. Lazelle. Das sind diese Aktionen. Aber du hattest doch auch einen Spurtangriff drauf, oder? Täusche ich mich da? Wappnen? Habe ich noch nie benutzt, muss ich auch unbedingt mal machen. Ich dachte, du hast so eine Aktion drauf. Wer war das denn? Oder das liegt an der Waffe? Ich weiß nicht. Egal. Wird sich noch ergeben. Wird sich alles noch ergeben. So, ich glaube, sonst ist hier nichts. Kein Geheimgang oder so vielleicht. Schade, dass Gale immer nur... Konzentration pro Zug. Da steht jetzt nicht wie lange. Doch 10 Züge, alles klar. Ja, sonst ist hier nichts. Ein nietenbesetzter Schild, der wird wahrscheinlich nutzlos sein. Rüstungsklasse 2, du hast wahrscheinlich ein besseres Schild, nicht wahr? Ah ja, du hast schon ein magisches Schild von mir bekommen. Sehr gut, also kann das ins Lager. How much farther can I go? So, jetzt wollen wir gucken, dass wir nichts liegen lassen. Was eventuell noch wertvoll wäre. Deswegen muss ich jetzt erstmal alles looten. Das hier sieht aus wie ein Bug. Da hat auch irgendwas, ist da irgendwas Heftiges, ist da explodiert. Ich habe aber kein explosives Fass oder sowas gesehen, was das logisch erklärt, wieso das vorhin explodiert ist und ich alle meine Spiegelbilder verloren habe von Schattenherz. Ach, dann nicht. Muss ja nicht alles durchsuchen. Wird wohl nicht überall was liegen. Die Scheune ist noch auffällig auf jeden Fall. Oh, sie ist sogar noch dunkel. Surprise, surprise. Okay, alles klar. Feuerwasser. Ich kann mich voll besaufen mit so viel Feuerwasser, wie ich mittlerweile habe. Würziger Waldknochen. Was soll das denn sein? Auch irgendwas zum Futtern. Verfaulte Hühnereier. Blechdose. Just another crate. Noch eine Kiste. Verbindliche Anweisung. Oh, super, eine Gabel und eine Tasse. Eine Rauchpfeife, verblichene Blaupause. Verbindliche Anweisung. Ach, jetzt hat er die eingesackt. Kannst du nicht mal lesen? Kannst du nichts mitmachen, ne? Kannst du wieder an die Wand hängen? Nein, geht nicht. Schmeiß auf den Boden, scheiß drauf. Kannst du nicht lesen, kannst du nichts mitmachen. Also ist das Müll. Dem Sieger die Beute, Ladies and Gentlemen. Dem Sieger die Beute. Moonwitch rubbish. How much time did some dim-witted artisan waste on that? Was war jetzt? Eine Seite mochte sie, die andere mochte sie nicht, ne? Was hat sie gesagt? Mondhexendreck. Irgendein Hohlkopf von Künstler hat dafür seine Zeit verschwendet. Alles klar? Muss man unbedingt den Namen merken. Das tun wir dann ins Lager senden. Dieses Helune-Dingsterbumster. Jetzt habe ich den Namen nicht mal gelesen. Zum seltsamen Reiter in der Gegend. Zu seltsamen Reitern in der Gegend. Was soll der Quatsch? Das Datum auf dem Brief ist verblasst, aber allein das Papier deutet darauf hin, dass er sehr alt ist. Werte Mitbürger, den Mitbürgern sind wir, ob es euch gefällt oder nicht. Den Mitbürgern sind wir, ob es euch gefällt oder nicht. Blablabla etc.